Und der Preis für den Monat September geht an Kubilay Özdemir für die feuchteste Aussprache des Jahres. Und der Preisträger kann aktuell nicht hier sein. Er ist ja gerade aus Dubai gekommen, war da ja mit Georgina on off Georgina zusammen. Aber er hat sich bereit erklärt, für eine Schalte hier mit uns zu sprechen. Und deswegen schalten wir doch jetzt mal zu Kubi. Hier ist Kubi und da bin ich mal sehr gespannt, was er zu seinem Preis sagt. Hallo Kubi, Grüße aus Köln. Kubi. Kubi. Glückwunsch. Hey, ich muss mal eins klarstellen, Oliver. So, ne? Ich habe keine feuchte Aussprache. Ich rotze einfach gerne. Boah, Entschuldigung. Okay. Ich habe keinen Bock, dass Georgina, die alte Not, die alte Borderline-Bekloppte hinter mir steht. Habt ihr bei Instagram gesehen, wie der mit einem Riesensäbel hinter mir stand mit einem Mal? Da habe ich keinen Bock drauf. So, ne? Also, wie heißt das schöne Sprichwort? Hopfen und Malz hat einer am Hals oder so. Prost. Ja, man kann eure Horrorbeziehung ja ziemlich gut auf Instagram verfolgen. Am Montag hast du ja per Instagram Schluss gemacht. Und jetzt fragt sich natürlich ganz Deutschland, ob es endgültig vorbei ist. Kubi, was sagst du dazu? Kubi? Kurz deine Meinung? Schulz, sage ich dazu. Der war gut, ne? Ja. Wenn ich das schon höre, so ganz Deutschland, ah, Monaco und ganz Deutschland. Wer ist Deutschland? Ich bin Kubi. Weißt du, die fragen sich, sind sie zusammen, sind sie nicht zusammen? Ist sie ein, was ist ein Escort-Dame, ist sie keine Escort-Dame? Jetzt habe ich mal eine Frage, so, ne? Jetzt habe ich mal eine Frage, so. Was für ein beschissenes, langweiliges Leben kann man eigentlich führen in seinem bekackten Scheißleben, wenn man sich auf Instagram zwei Vollalkoholiker anguckt, die ganze Zeit in ein Handy reinlabern? Das frage ich. Okay, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage zum Schluss. Wie kann sich eigentlich Georgina oder auch ihr insgesamt so ein teures Luxusapartment in Dubai leisten? Wie geht das? Ich meine, wo habt ihr das Geld? Ich habe eine Frage. Was war die Chase-Frage? Jeder weiß, dass ich ein erfolgreicher Unternehmer und Geschäftsmann bin im Bereich Online-Marketing. Der war gut. Aber das ist gut so. Ich meine, immer muss man ein Bein auf dem Boden haben. Oder ein anderes Sprichwort sagt, Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Europalette Pilz. Man darf immer so was sagen. Ich hab vergessen, was heißt auf Türkisch. Tschüss. BMW. Kubi, vielen Dank, dass du uns zugeschaltet warst. Alles Gute weiterhin. Toi, toi, toi. Kubilay Özdemir.